Hallo, ich grüße euch. Ich habe lange Zeit kein Video gemacht, weil wir momentan im Umbau sind. Hinter mir seht ihr schon, dass wir was vorbereitet haben. Wir sind daran, eine Podiumsdiskussion zu machen, zu der wir CSU eingeladen haben und auch Vertreter der AfD. Ob die dann daran teilnehmen wollen, wissen wir nicht. Zu der aktuellen Problematik, dass die Landesgeschäftsstelle Bayern vor einiger Zeit mal überfallen worden ist. Es ist zur Drucker weggekommen und eine Fax und ähnliche Sachen, aber die Mitgliederverwaltung selber ist wohl noch intakt, weil dort die Daten nicht gelegen haben. Aber man muss sagen, es hat die Wahl behindert und wir würden dann über eine Wahlanfechtung der Landestagswahl Bayern nachdenken. Und es steht dann zur Debatte, inwieweit die CSU bereit ist, die aktuelle Diskussion auch bezüglich Reichsbürgerhetze mal bitte in den Fokus der Wahrheit zu rücken. Ihr wisst ja, ich kann ja noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, wie die Sache entstanden ist. Ihr wisst, dass wir im Februar 2017 die Wählervereinigung Einiges Deutschland gegründet haben, weil wir festgestellt haben, dass Parteien im staatlichen Recht überhaupt keine Rechtsgrundlage haben. Parteien haben sich mit dem Part G, also dem Parteiengesetz, eine Rechtsgrundlage selber geschaffen und einen Freibrief ausgestellt, dass sie für ihre Handlungen nicht zur Verantwortung gezogen werden. Es ist aber keine Entsprechung im staatlichen Recht vorhanden. Das heißt, würde der Staat irgendwann wieder handlungsfähig gemacht, dann würde das dazu führen, dass das Parteigesetz als verfassungswidrig zustande gekommen deklariert sein muss. Und zwar liegt das an Artikel 17 der Verfassung. Weil viele nicht wissen, was die Verfassung ist oder wo sie her ist, welchen Rechtsstand sie hat. Kurze Erinnerung, ihr guckt mal bitte in das DAG rein. Dort seht ihr ein Ausfertigungsdatum, das ist vom 22. Juli 1913. Staatsangehörigkeitsgesetz der Bundesrepublik hat das Ausfertigungsdatum 22. Juli 1913. Da fragt man sich, was ist denn hier los? Warum hat denn die Bundesrepublik kein Ausfertigungsdatum gemacht an dem Tag, wo das DAG ausgefertigt wurde? Warum betrügt sie die Menschen in diesem Land mit einem falschen Text? Der Text vom Ausfertigungstag stimmt nicht mit dem Datum oder das Datum nicht mit dem Ausfertigungstext überein. So, und wenn man mit diesem Stack wählen tut, kann man keine gültige Wahl erzeugen. Das geht einfach nicht. Das weitere Problem ist das, dass aufgrund dieser Verfassung, die zu diesem Rechtsstand gehört, das ist die Verfassung von 1871, wurde am 16.04.1871 das letzte Mal verfassungskonform geändert und am 20.04.1871 verkündet. Und in dieser Rechtsstand, der ist bis zum 27.10.1918 verwendet worden. Verfassungsänderungen hat man nur in allergrößten seltenen Ausnahmefällen gemacht, nicht wie heute, dass sie sich immer die Verfassung zurechtbiegen, wenn sie irgendwas Kriminelles vorhaben. Damals war man ganz anders bemüht. Man hat was Gutes geschaffen und hat darauf ausgebaut. Und wenn es irgendwo eine Notwendigkeit gäbe, das eine oder andere zu ändern, dann hat man das mit der normalen Gesetzgebung gemacht. Die Verfassung, die wir heute überall lesen können im Internet, ist die von 1871. Die von 1919 ist unrechtmäßig zustande gekommen. Und zwar wurde die nur von dem linken Flügel der Sozialdemokraten im Zirkus Busch verlesen. Das ist also der offizielle Sachstand, den wir haben. Einen anderen wissen wir auch nicht. Zumindest war die Fraktion nicht eingeladen worden und schon gar nicht wurde der Reichstag offiziell mit dem normalen Weg des Gesetzgebungsverfahrens in dieser Sache tätig. Das heißt, die Weimarer Reichsverfassung kann man also einen Rundordner werfen, also einen Schredder, weil sie hat keinen Verfassungsrang und es ist maximal ein Erpresserschreiben der Putschisten, die am 28.10.1918 den Kaiser genötigt haben, das Land zu verlassen. Er hat dann, werde ich dann noch kurz erklären, das Land verlassen, um sein Leben zu schützen. Hier ist keine Rechteübergabe an die Weimarer Republik passiert. Es wurde immer wieder gefragt, ja, bring doch mal den Beweis. Der Beweis ist ganz einfach. Das Gesetz vom 28.10.1918 ist nicht in der preußischen Gesetzessammlung vorhanden, weil zur Gesetzesänderung der Verfassung die entsprechende Ausfertigung fehlt. Der Kaiser konnte über das Recht von Artikel 17 der Verfassung Einfluss nehmen auf den Werdegang der Ausfertigung der Gesetze, indem er die Ausfertigung verweigert, wenn es also unrechtmäßig zustande gekommen ist, also zum Beispiel mit einer Morddrohung. Ne?
dann kann er das verweigern und dann wird das Gesetz nie ausgefertigt. Und dann kann auch das Ausfertigungsdatum in dem Sinne nicht fortgeschrieben werden. Es müsste dann jede Gesetzesänderung oder jede Fortschreibung, Löschung, Aufhebung, was auch immer, ein neues Ausfertigungsdatum erzeugen. Das heißt, das Ausfertigungsdatum des Staatsangehörigkeitsgesetzes der Bundesrepublik vom 22.07.1913 beweist, dass immer noch der Text vom Ausfertigungstag gilt und ein neueres Datum der Bundesrepublik nicht erlaubt worden ist durch die Alliierten. Man muss das wissen, die Alliierten sitzen in Berlin als Ganzes. Dort haben sie die Möglichkeit, über die Haager Landkriegsordnung, über das Nießbrauchsrecht in das kaiserliche Konto hineinzugreifen und Besatzungskosten geltend zu machen. Deswegen gibt es vier Zonen immer noch, auch wenn der Checkpoint Charlie weg ist. Die bevollmächtigten außerordentlichen Botschafter der vier Alliierten vertreten die Alliierten direkt. Und das bleibt so lange, bis eine Beschwerdestelle der Alliierten über Rechtsbeugung und Behördenwillkür eingerichtet worden ist, sodass an einer zentralen Stelle, die nicht direkt mit der Botschaft zu tun hat, solche Fälle abgearbeitet. Diese Stelle gibt es momentan nicht. Die wird immer regelmäßig von den Bürgerrechtsbewegungen auch von uns gefordert, dass man die endlich mal einrichtet, dass sie einer völlig neutralen Stelle unterstellt ist, nicht der Bundesrepublik und nicht den Alliierten, die völlig unabhängig ihren Gehalt kriegen, egal was sie entscheiden, sodass es möglichst ein neutraler Dritter gibt, der Rechtsbeugung der bundesdeutschen Justiz untersucht und genau nachprüft. Auch den Rechtsstände der einzelnen Prozessbeteiligten prüft. Also die deutsche Staatsangehörigkeit kann niemand haben, überhaupt niemand. Und man kann auch keine Wahlberechtigten anhand der deutschen Staatsangehörigkeit feststellen, weil die Staatsangehörigkeit auf ein Gesetz zurückgeht, was am 5.2.1934 das erste Mal von Adolf Hitler veröffentlicht worden ist. Und Adolf Hitler hatte keine Ausfertigungsrechte. Der Kaiser hat bis zu seinem Tod jedem das Ausfertigungsrecht nach Artikel 17 der Verfassung verweigert, weil er keinen gefunden hat, der für das deutsche Volk in den Riss tritt und verhindert, dass die Politiker und die Agenten des Geldadels das Land ausbluten. So. Er hat keinen finden können. Und wenn er keinen finden kann, hat er das Recht mit ins Grab genommen. Und so ist es dann auch geblieben. Er ist dann im Sommer 1941 gestorben. Und demzufolge sind alle Ausfertigungen, die nach dem 27.10.1918 passiert sind, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Fälschung, weil für die Weimarer Republik hat der Kaiser nie etwas ausgefertigt. Er ist weder zurückgetreten, weder abgedankt, überhaupt nichts. Alles, was danach vorliegt, wurde alles von den Sozialdemokraten und vom Soldatenrat gefälscht und ist dann später auch bekannt worden, dass es Fälschungen sind. Und Hitler hat das dann auch in seinen Untersuchungen festgestellt, dass ja hier überhaupt nichts stimmt, was mit der Weimarer Republik zusammenhängt, und hat dann versucht, mit dem Kaiser das Ausfertigungsrecht nachzuwandeln. Er wollte also rückwirkend die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5.2.34 nachverhandelt sehen. Das ist nicht passiert. So. Dann gibt es dieses Tillerson-Urteil. Das Tillerson-Urteil sagt, dass alles, was nach dem 5.3.1933 passiert ist, nicht verfassungskonform zustande gekommen ist. Verfassungskonform zustande kommt, wenn das normal über den Bundesrat mit TH geschrieben, den damaligen kaiserlichen Reichstag und die entsprechenden Häuser von Preußen sondern durchlaufen hat, dann käme es zum Kaiser zur Ausfertigung und danach muss der Reichskanzler erstmal unterschreiben. So. Und wenn der Kaiser als vorletztes Glied bei der gesamten Geschichte nicht unterschreibt, dann entstehen maximal noch Druckvorlagen oder Korrekturvorlagen und die, das ist mein Wissensstand, sind dadurch zu erkennen, dass dann oben so ein rechteckiges Dreieck ist, neben dem Gesetzblatt oben und dort auch eine Zahl drin steht. Und die Null wird also sozusagen das blanke Protokoll vom Protokollanten sein, was sozusagen noch eine Korrektur gelesen ist und sozusagen auch eine groß ausgefertigt worden. Weil zunächst müsste das erstmal vom Kaiser bestätigt werden und wenn diese fehlt, wird es dann auch eine groß hochgezählt. Und das, was die Weimarer Republik gemacht hat, einfach so Gesetze selber ausgefertigt, das ist nicht verfassungskonform und die Rechte an die Weimarer Republik wurden nicht übertragen. So, und das führt dann dazu, dass es einen Rechtsstillstand gibt. Und wenn man sich das Gesetzblatt genau anguckt, sieht man, dass an der Stelle, wo der, also vom 28.10., sieht man, dass an der Stelle, wo hätte der Kaiser unterschreiben müssen, dort eine Unterschrift von Max von Baden drunter ist. Und er hätte gar nichts unterschreiben müssen. Die Unterschrift von Max von Baden ist nichts wert, auch unter dem Versailler Vertrag. Der Versailler Vertrag ist vom Falschen unterschrieben worden. Ein Versailler Vertrag stellt in dem Sinne einen Staatsvertrag dar
und in der Verfassung steht, dass die Staatsverträge grundsätzlich vom Kaiser zu unterschreiben sind. Und wenn dessen Unterschrift fehlt und den Versailler Vertrag hat er nicht unterschrieben, ist er nicht vorhanden. Da kann zwar sein, dass die Weimarer Republik den Versailler Vertrag benutzt, um dort Geld aus dem Staat rauszuleiten, aber das führt nur dazu, dass es am Ende wieder zurückgezahlt werden muss. Und spätestens dann, wenn Österreich-Ungarn in dem Sinne wieder entsteht und sozusagen dann dem Haus Preußen einen Friedensvertrag zwischen Österreich-Ungarn und Serbien vorlegt, und dann müsste nämlich der König von Preußen oder dessen Vertreter dem nur zustimmen, und dann müsste das alles rückabgewickelt werden, was die Weimarer Republik hier die letzten 100 Jahre verbrochen hat. Und das würde das Weltwährungssystem, so wie wir es jetzt kennen, komplett auf den Rücken hauen. Weder Dollar noch Yen noch irgendeine Währung wäre in der Lage, diese Reparationen, die da sofort auch fällig gestellt werden können, aufzufangen. Und das würde dazu führen, dass der heutige Gebietsstand von 1918, vom 27.10.1918, in die Lage versetzt worden ist, die Geschicke unserer Welt zu leiten. Und davor haben natürlich die Finanzeliten Angst, weil sie, dann in die Vollheftung kämen, in die unbeschränkte, also weder vom Betrag noch von der Zeitdauer unbeschränkt, und müssen sozusagen den angerichteten Schaden der beiden Weltkriege bezahlen, weil es gibt zu dem Ersten Weltkrieg kein Kriegsende. Sozusagen auch keine Entscheidung darüber, wer gewonnen oder verloren hat, weil das müsste erst einmal in der Zukunft von der Monarchie Österreich-Ungarn mit Serbien ausgehandelt werden. Wer in der besseren Verhandlungsposition ist, kann man sich vorstellen. Die Wirtschaft von Österreich-Ungarn, vereinigt mit dem Gebiet von 1918 des Kaiserreichs, ist offensichtlich stärker und wirtschaftlich mächtiger als Serbien. So, insofern kann man also den zukünftigen Ausgang des Ersten Weltkriegs schon einmal auf die deutsche Seite verbuchen. Und dann müssen die Länder, die den Krieg angefangen haben, nämlich Serbien, und die den Krieg zum Laufen gebracht haben, England, USA und Israel, für die Reparation aufkommen. Und deswegen haben sie versucht, das deutsche Volk niederzuhalten und in ständischer Bückhaltung zu halten, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt. Der Zweite Weltkrieg, das wird auch immer wieder falsch interpretiert, ist eine Fortsetzung des Ersten, in dem die Besatzer des Kaiserreichs gegen die Besatzer des Zarenreichs Krieg geführt haben. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk ist sozusagen ein Zwischenstück, wo gerade im Prinzip der Putsch gegen den Zaren erfolgt ist, aber die Sowjetunion an sich noch gar nicht richtig voll lebensfähig war, und damit weder die Deutsche noch die die Rote Armee im Prinzip verhungert, haben die damals den sogenannten Brotfrieden geschlossen. Also das ist genau die Umbruchzeit. Und das Gleiche, was dem Zaren zustoßen sollte, sollte auch dem deutschen Kaiser widerfahren. Und das sollte dann an dem Folgetag vom 28.10. passieren. Und da hat dann der Kaiser am 29.10.1918 das Land verlassen und hat danach auch nie wieder was für das Deutsche Reich ausgefertigt. Schon gar nicht aus dem Exil. Er hätte erst mal alles zurück abgewickelt sehen wollen. Und wenn man in das kaiserliche Strafgesetzbuch reinguckt, guckt sich den Artikel 13 an. Er ist über die Art und Weise der Hinrichtung im Deutschen Reich geschrieben und Artikel 80 bis 82, für welche das angewendet werden darf. Da gibt es dann noch so einen Artikel, ich glaube 220 oder 222, wo noch die gewissen Ausnahme- und Sonderbedingungen stehen. Aber jemand, der an der Ermordung des Zaren direkt beteiligt war, wie Max von Baden, der wäre spätestens am 29. vom Hofrichter hingerichtet worden im Eilverfahren, weil dessen Schuld stand fest. Er hat auch gewusst, wer den Mord ausführen sollte, wo es her ist, und hat den Kaiser in der Nacht vom 29.10. gewarnt. Und daraufhin hat er dann 3 Uhr früh das Land verlassen in sein Exil und hat sozusagen die alten Bündnisverpflichtungen mal aktiviert, die ihm einen gewissen Schutz im Ausland gewähren. Und das hat auch funktioniert. Er ist auch dann nicht wieder zurückgekehrt, später dann erst, als Hitler an der Macht war, ist er nochmal nach Berlin gekommen, um mit den Verhandlungen dort was zu machen. Er hat sich das ja auch angehört, was Hitler ihm vorgetragen hat, aber er hat ihm das Recht letztlich nicht übergeben. Und der beste Beweis, dass es so ist, wie es ist, ist eben das Ausfertigungsdatum des Staatsangehörigkeitsgesetzes. So, wenn ich jetzt aufgrund eines ungültigen Gesetzes Staatsangehörige erzeugen will, müsste ich natürlich zumindest erstmal eine Staatsangehörigkeitsurkunde kreieren. Und viele meinen, dass der gelbe Schein eben diese Staatsangehörigkeitsurkunde wäre. Da müsste man sich erstmal überlegen, wie denn eine Staatsangehörigkeitsurkunde des Staates auszusehen hat. Da gab es 1911 einen sogenannten Frakturstreit. In diesem Frakturstreit steht, dass alles, was der Staat ausgefertigt hat und staatlich sein soll, zwingend in Fraktur auszufertigen ist.
Guckt man sich den Schein an, sieht man, dass überhaupt nichts in Fraktur ausgefertigt ist. Guckt man oben auf das sogenannte staatliche Symbol, da sieht man, dass überhaupt kein staatliches Symbol drin ist, sondern der Adler der Weimarer Blick. Und der Adler der Weimarer Blick ist eine Firma, die mit ungültigen Urkunden handelt. Also niemals hat die Weimarer Blick irgendetwas Gültiges, Staatliches ausgefertigt. Darf sie gar nicht. Das heißt, ist der Bundesadler der Weimarer Blick auf einem Dokument, ist es automatisch auch eine Fälschung. Das ist zwingend so, weil das der Handelsgegenstand der Weimarer Blick ist. So, das heißt, alle Staatsangehörigkeitsgesetze, alle Staatsangehörigkeitsausweise der Bundesrepublik sind aufgrund des Verwendung des Bundesadlers Fälschungen. So, und man kann sich dann angucken, was dann auch alles noch unter die Rubrik fällt. Der Reisepass, die Fahrerlaubnis, möglicherweise überall dort, wo der Bundesadler drauf ist, ist automatisch damit die Handelsorganisation Weimarer Blick, Handel mit ungültigen Urkunden, im Spiel gebracht und damit für jeden erkennbar, es muss sich um eine Fälschung handeln. Es sieht gut aus, es riecht vielleicht auch gut, es sieht alles sehr filigran und aus, aber es ist einfach ein Edelfake. So, und wenn ich mit solchen Unterlagen eine Wahl durchführe, kann es zu keiner gültigen Wahl kommen. Auch die zukünftige Landtagswahl Bayern scheitert an der Anzahl der Feststellung der Anzahl der Wahlberechtigten. Warum ist das so? Ja, man muss wieder wissen, wo sind denn die Grenzen von Bayern? Wenn wir das Staatsangehörigkeitsgesetz mit dem originalen Ausfertigungstext und Ausfertigungsdatum hernehmen, also nicht die Fälschung, sondern das echte. Denn immerhin konnte die Frau Merkel und der Herr Schröder noch nicht beweisen, dass sie per Zeitreise zum Kaiser gereist sind und haben am 22.07. auf der Bornholm mit ihm zusammen das DAG ausgefertigt. Das kann niemand erbringen. Und jeder, der das vorträgt, würde sich automatisch eines falschen Vortrags schuldig machen und beweisen, dass er ein Gesetz gefälscht hat. Ja? Weil die Fälschung von staatlichen Gesetzen ist nun mal strafbar. So, und da greift natürlich 107a Strafgesetzbuch Fälschung von Wahlen. Und das haben alle Landeswahlleiter und Bundeswahlleiter gewusst und bewusst begangen. Das muss man einfach ganz klar sagen. So, wenn man mit regulären Umständen keine Wahlberechtigten erzeugen kann, ist die Anzahl der Wahlberechtigten bei jeder Wahl gleich Null. Denn im Grundgesetz, Artikel 116, steht ja drin, dass nur derjenige wahlberechtigt ist, der die deutsche Staatsangehörigkeit nachweisen kann. Und da sie niemand haben kann, weil das Tillesurteil sagt, alles was nach der Frist entstanden ist, also das Tillesurteil sagt 5.3.33 und da ist ja wohl das Gesetz von 5.2.34, was später war, in der Sperrfrist drin. Mindestens seit 1945. Die Alliierten haben auch die Reichsregierung in dem Sinne nicht wiederhergestellt, das hätten sie machen müssen. Die hätten nicht das Hitlerreich wiederherstellen müssen, sondern das Kaiserreich. Also wieder den Adel einladen, hätten dann wieder ihre Häuser aufstellen müssen und die entsprechenden Verantwortlichen. Und dann hätte man das Wahlgesetz zum Beispiel überarbeiten können, dass zum Beispiel auch das Frauenwahlrecht gilt, dass die ab 18 Jahren und erst ab vollendeten 25. Lebensjahr wählen dürfen. Und sobald ich ein Wählerverzeichnis finde, wo Frauen gelistet sind, weiß ich, dass das Wählerverzeichnis nicht nach den staatlichen Gesetzgebungen ausgefertigt ist. Ne? Weil immer noch der alte Rechtsstand gilt. So, und ich weiß auch nicht, ob ich das befürworten soll, das Frauenwahlrecht oder nicht. Es ist aber nun mal so geregelt. Damals war die Überzeugung, dass es so gut ist. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum das damals so war. Vielleicht waren nur die Frauen damals nicht so politisch motiviert. Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders. Da müsste man mal neu drüber nachdenken. Aber man müsste im Prinzip alles auf den Prüfstand stellen. Und solange das nicht passiert ist, kann man nicht von einer gültigen Wahlgrundlage sprechen. Das ist das, was im Prinzip dahinter steht. So, und jetzt müssen wir überlegen, die Bundesrepublik, ja, die will die ganzen Rechten und die Nazis verfolgen. Tun sie denn das wirklich? Wenn man sich das genau anguckt, tun sie es nicht. Weil Kampf gegen Rechts, was ist denn das? Die nationalsozialistische Bewegung ist eine linke Bewegung gewesen. Es waren Sozialisten. Sozialisten sind Leute, die das einen Eigentum nehmen und es den anderen geben, dem das nicht zusteht. Das ist Sozialismus. Und der Nationalsozialismus hat genau das gemacht. Er hat eine große, breite Mittelschicht geschaffen, der durch den aufstrebenden Rüstungsausbau des damaligen Deutschen Reiches an Wohlstand gewonnen hat. Und wäre das so weitergegangen, hätten die sicherlich auch alle ganz gut gelebt davon, aber irgendwann will man ja die Waffen, die man hat, dann mal einsetzen und die haben sie dann auch eingesetzt und das war eben dann der Zweite Weltkrieg. So, das ist das mal der kurze Abriss. Dass Hitler haben Friedensverträge gemacht, was auch immer, mag ja alles sein,
Entscheidend ist, er hätte mit der Machtübernahme dem Kaiser wieder das Deutsche Reich übergeben müssen. Er hätte ja in der Regierung bleiben können, denn Regierung und Staatsoberhaupt müssen nicht zwingend identisch sein. Das ist auch in der Monarchie nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist nur, dass der absolute Monarch, der eben die Ausfertigung der Gesetze hat, eben das Ausfertigungsrecht auch ausüben kann. Und das konnte er während des gesamten Nationalsozialismus nicht. Deswegen ist auch das Gesetz vom 5.2.1934 nicht ausgefertigt. Hitler hatte kein Ausfertigungsrecht, und demzufolge ist das Ausfertigungsdatum, was da drin ist, falsch. Und es betrifft auch alle anderen Gesetze, die danach entstanden sind, auch über die Reichsbürger. So, insofern läuft also die ganze Diskussion, gibt es ja nur Reichsbürger, gibt es keine, völlig ins Leere, weil die Gesetzgebung ab 5.2.1933 nicht mehr verfassungskonform zustande kommt. Man kann also niemand als Reichsbürger betiteln, weil es die einfach nicht mehr gibt, weil aufgrund des Tillerson-Urteils diese Definition nicht mehr definiert ist. So, und damit sind wir im Prinzip bei der ganzen Geschichte. Nun ist eine Frage. Man will jetzt Leuten, die ein gewisses Wissen angesammelt haben, aufgrund ihrer dienstlichen Stellung, wie zum Beispiel der Amasen von dem Verfassungsschutz, der geblickt hat, dass hier in Chemnitz Schauspieler am Werk waren, die eine ähnliche Sache gemacht haben wie die Weißhelme, die also da irgendwelche Angriffe nachstellen und das dann als Wahrheit an die Medien verkaufen. Das ist hochkriminell, was da passiert. Man müsste die Verantwortlichen eben wirklich mal auch zur Verantwortung ziehen, die also dieses Video da gefegt haben und so getan haben, als wären dort irgendwelche schlimme Rechte am Werk gewesen. Heute kam heraus, oder vor wenigen Tagen kam heraus, dass es eben linke Extremisten sind, die so getan haben, als wären sie irgendwelche Rechten. Wie gesagt, ihr wisst, der Sozialismus, der rote Sozialismus und der braune Sozialismus sind einfach nur verschiedene Farben der gleichen Ideologie. Und der Kampf gegen rechts muss also dann was völlig anderes sein. Und da haben viele gesagt, ja, es wird der Kampf gegen den Staat sein. Ja? Weil wenn der Nationalsozialismus, also die Weimarer Republik, ein Feindstaat zum Staat war, müsste ja das Gegenteil von der linken Überzeugung, also das Gegenteil vom Nationalsozialismus, dann das kaiserliche Recht sein. Weil die Bundesrepublik ist ja der Rechtsnachfolger des Nationalsozialismus. Wer das nicht weiß, kann sich da gerne mal belesen. Da gibt da ein bekanntes Urteil vom Internationalen Strafgerichtshof 2009 in Den Haag. Dort hat der Vertreter der Bundesrepublik behauptet, die Bundesrepublik habe die direkte Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus angetreten. Der Nationalsozialismus war zum Zeitpunkt des damaligen Entstehens ein Mitglied der UN-Organisation, also UNO. Und alle Mitgliedstaaten der UNO haben untereinander unterschrieben, dass sie sich gegenseitig immun stellen. So, wir müssen uns wissen, diese Immunität, sogenannte Staatenimmunität, gilt ja nur für Staaten. Aber die, die in der UN Mitglied sind, sind alle eben gerade keine Staaten, sondern nur Firmen. Also hat in Wirklichkeit niemand in der UN eine wirkliche Staatenimmunität und auch der Nationalsozialismus war nur eine Firma, die ja eben die Umstände genutzt hat und ihre ja, sagen wir mal, Propaganda, damit das jeder glaubt. Aber Fakt ist, der Nationalsozialismus kann kein Staat sein, weil die staatliche Grundlage, Google, Ausfertigungsdatum, Staatsangehörigkeitsgesetz, immer noch im Kaiserreich steht. So, und der Kaiser hat den Hitler nicht eingesetzt, also ist es illegal. Und demzufolge kann die Immunität maximal auf dem Kaiserreich liegen. So, das Kaiserreich ist aber niemals Mitglied der UNO gewesen und wird auch ganz sicherlich nicht Mitglied werden, weil das Kaiserreich nun mal nicht Mitglied seiner eigenen Feindstaatorganisation ist und werden wird. So, und demzufolge kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ab dem Jahr 1918 kein gültiger Haushaltsplan jemals bestanden hat. Also das heißt, alle Steuerentnahmen, die nach 1918 getätigt worden sind, die Parteien komplett selbst und in voller Privathaftung zu verantworten haben. Das ist so und das bleibt so. Und wenn es zum Friedensschluss kommt und festgestellt wird, dass der letzte gültige Reststand der 27.10.1918 ist, bedeutet das, dass alle Steuereingaben abzüglich notwendiger Besatzungskosten, aber des Kaiserreichs, erstattet werden müssen. Das heißt, die Weimarer Republik würde vom ersten Tag ihres Bestehens, weil sie den Staat besetzt hat, reparationspflichtig werden bis zum heutigen Tag, weil ja Bundesrepublik freiwillig unter Verletzung des Artikels 139 Grundgesetz die Rechtsnachfolge von Adolf Hitler angetreten hat. So, und wer natürlich selber im braunen Sumpf steht, kann natürlich nicht mit braunen Sumpf um sich werben. Es wird früher oder später scheitern. Und aus diesem Grund
habe ich die führenden Streithähne zu einer Podiumsdiskussion für den Sonntag eingeladen. Wo werde ich jetzt nicht bekannt geben, weil ich will ja nicht, dass die Veranstaltung gestört wird. Die entsprechend geladenen haben von mir eine Einladung gekriegt. Sie haben die Möglichkeit, das zu bestätigen. Und dann werde ich, sagen wir mal so, zwischen 14 und 15 Uhr die Gäste willkommen heißen. Wir werden dann ein kurzes Vorgespräch haben und dann werden dann 15 Uhr in die Diskussion eintreten. Es wird davor also ein kleines Kaffee trinken geben, dass man sich erstmal ein bisschen mit der Örtlichkeit befassen kann. Und dann werde ich in einem umfassenden Vortrag darlegen, was hier mit der Verfassung der Bundesrepublik und mit der Wahlgesetzgebung nicht stimmt und was es mit der Reichsbürgerbewegung und vor allen Dingen mit den Chemnitzer Umständen auf sich hat. Ich bin selber Chemnitzer, das wisst ihr ja. Und ich kenne die ganze Szene auch Pegida und Schatter zu Duschern so gut, dass ich es da wirklich auch interner kenne. Und ich denke mal, lässt sich einiges klären. Ich gehe mal davon aus, dass die SPD, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert wird, mit Sang und Klang eingeht. Aber sie hat ja den Streit heraufbeschworen, wollte den Maaßen aus dem Amt jagen, weil er eben gewisse Umstände auch von mir weiß. Weil ich habe ja nur alles eingereicht, was zu den Wahlen ist. Wir wissen ja, dass jede Organisation, die abseits der großen etablierten Parteien in dem Wählerspektrum auftaucht, vom Verfassungsschutz erstmal gemustert wird und das Bundesamt für politische Unbildung dann ja im Prinzip sich irgendwas zusammenklaubert, was weder der Wahrheit entspricht, noch wirklich auf der Sachlage beruht. Haben wir ja jetzt wieder gesehen, dass das Bundesamt für politische Unbildung sich über uns ausgelassen hat, wo nichts in dem, was da drin steht, mit der Realität übereinstimmt. Aber es ist ja egal, es müssen die verantworten. Ja. Ihr kennt meine über 200 Videos, ihr wisst, wie wir drauf sind, auf was wir achten und was wir wollen. Wir haben kein Interesse daran, dass wir irgendwelchen Mob jagen. Haben wir gar kein Interesse. Das ist Aufgabe der Polizei und des Grenzschutzes, die Leute hier rauszuschaffen, die illegal hier hinten sind. Und wer keinen Aufenthaltstitel vom Staat hat, das ist nun mal der Kaiser, der ist hier illegal. Ein Migrantengesetz gibt es in der staatlichen Gesetzgebung überhaupt nicht. Es gibt nicht einen einzigen Migranten. Nicht einen. Alle, die kein Visum haben und die keine Staatsangehörigen sind, also nach Russland keine Deutschen sind, sind Touristen oder Illegale. Eine ganz einfache, klare Sache. Der Grenzvertrag, der bayerische Grenzvertrag von 1870 hat übrigens Verfassungsrang, kann man nachlesen im Artikel 2 der Verfassung. Und dort steht drin, dass Bayern das Recht und die Pflicht hat, seine Südgrenze selbst zu schützen. Er darf eine Grenzpolizei machen und er kann dort unten zumachen. Die ganze bayerische Südgrenze kann komplett geschlossen werden. Und der Freistaat Bayern ist ja nicht der Staat, sondern eben die Verwaltung, die da ist von Alliierten, da ist von der Bundesrepublik hin und her geschubst wird. Wenn sie wirklich ein Notstandsleiter des Staates wären, müssten sie sich exakt an die staatliche Gesetzgebung halten. Und wenn sie das machen würde, könnte ihnen niemand, auch die Kanzlerin, Vorschriften machen. Es ist also eine Lüge, dass Seehofer gesagt hat, er könne nichts machen, er müsse sich an das halten, was der Bund sagt. Nee, Bayern hat ausdrücklich in der Verfassung ein Recht und eine Pflicht, die Grenzen von Bayern gegenüber den Angriffen auf den Staat zu schützen. Also kann es in Bayern überhaupt keine Migranten geben. Es geht nicht. So, ich mache dann nochmal in den zweiten Teil etwas mehr zu dem Thema, aber ich denke mal, ihr habt erstmal einen ersten Einstieg bekommen, was jetzt an den neuen Entwicklungen passiert ist. Danke.